Die Musik ist gefährlich, weil es so authentisch ist von den beiden Komponisten. Also Stravinsky hat eine neue Klangwelt erfunden bei diesem Neoklassizismus. Man spürt diesen Rhythmus, man versteht den Sinn durch die Erzählung. Jocasta weiß, es gibt große Probleme im Schicksal. Und die Musik ist trotzdem typisch für Stravinsky sehr tanzhaft. Eine Zirkusmusik, es klingt wie Spaß, aber die Hölle ist los. Bei Della Piccola, bei Prigioniero, also es ist absolut streng nach Form, nach Gehirn komponiert. Aber jeder Moment ist reines Herz.